Ping-Michel für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen und liebe Gäste auf der Tribüne. Alle sprechen gerade von Afrika. Doch welches Bild haben Sie eigentlich vor Ihrem geistigen Auge, wenn der Name dieses Kontinents fällt? Seien wir ehrlich, nach wie vor tragen wir hier in Deutschland nur zu häufig ein sehr einseitiges Bild von Afrika mit uns herum. Dabei täuscht schon der Begriff als solches eine Einheitlichkeit vor, die es ja so gar nicht gibt. So viele Sprachen, Religionen, Kulturen und Nationen, so viele verschiedene Wirklichkeiten werden zusammengefasst. Eigentlich müsste man sagen, nicht ein Bild. Wir bräuchten eine ganze Bildergalerie vor unserem geistigen Augen. Aber es überwiegen in unserer Wahrnehmung zudem auch die Krisenmeldungen aus Afrika vor den guten Botschaften. Oft zitiert wird Henning Mankell: Wenn wir uns am Bild der Massenmedien orientieren, lernen wir heute alles darüber, wie Afrikaner sterben, aber nichts darüber, wie sie leben. Zitat Ende. Leider stimmt das allzu häufig. Bisher jedenfalls. Ich bin aber überzeugt, dass unsere Afrika-Politik in Zukunft ganz andere Bilder liefern kann und wir einen anderen Ansatz verfolgen werden. Anfang dieser Woche hat Entwicklungsminister Müller sein Konzept vorgestellt, das er Marshallplan mit Afrika nennt. Wichtig, nicht für Afrika. Sein Ziel ist es, den Afrika als Chancenkontinent zu begreifen und partnerschaftlich die Entwicklung Afrikas zu Wohlstand und Frieden voranzutreiben. Dafür müssen wir eine andere Brille aufsetzen, und zwar in allen Politikbereichen. In unserem Antrag fangen wir heute damit an. Hier schauen wir auf den Kontinent aus der Perspektive von Wissenschaftskooperationen mit Partnern in Subsahara-Afrika. Und zugegeben, manch einer reagiert dann auch wieder erstaunt und sagt, wenn wir an Spitzenforschung oder erstklassige Hochschulausbildung denken, fällt uns nicht als erstes diese Weltregion ein. Lassen Sie uns aber versuchen, heute an einem anderen Bild von Afrika weiterzuzeichnen. Als Bildungspolitikerin sehe ich Folgendes, quasi als Grundierung unseres Bildes. Das größte Potenzial Afrikas ist seine junge Generation. Schon heute ist die Hälfte der afrikanischen Bevölkerung jünger als 18 Jahre. Bis zum Jahr 2050 wird sich die Bevölkerung des Kontinents wahrscheinlich verdoppeln auf dann über 2 Milliarden Menschen. Und wenn eins klar ist, diese jungen Menschen brauchen alle gute Bildung als Voraussetzung, um dieses Potenzial auch wirklich entfalten zu können. Das Hochschul- und Wissenschaftssystem spielt dafür eine entscheidende Rolle. Für eine gute Lehrerbildung als Voraussetzung für gute Schulen, für den Hochschullehrernachwuchs, für Studienangebote, die arbeitsmarktorientiert ausbilden, für Forschung, die neue Lösungen für die wirtschaftliche, aber auch die gesellschaftliche Entwicklung ermöglicht. Außerdem könnten Hochschulen auch qualifizierte Beratung für Politik und Verwaltung anbieten. Wir schlagen deshalb eine ganze Serie von Maßnahmen in unserem Antrag vor. Nur einige will ich nennen. Künftig wollen wir zum Beispiel afrikanische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ja durchaus in großer Zahl überall in der Welt arbeiten, als sogenannte Flying Faculties für kurzzeitige Lehraufträge an Hochschulen in ihren Heimatländern gewinnen, um damit dann die Qualität der Lehre langsam, aber stetig zu verbessern. Bereits jetzt vergeben wir rund 1.000 Stipendien für die qualitätsvolle Ausbildung von Hochschullehrern vor Ort. Wir fordern drittens noch mehr Mittel für Rückkehrstipendien. Menschen mit all ihren Talenten und all ihrem Wissen sind mobil. Sie ziehen durch die Welt, gerade die Hochqualifizierten. Davon profitieren alle am Austausch beteiligten Seiten. Das ist die Idee der Brain Circulation. Und dann wollen wir viertens gerade die Süd-Süd-Kooperation stärken. Die afrikanischen Wissenschaftssysteme sollten sich viel stärker untereinander vernetzen. Einen guten Ausgangspunkt dafür sehen wir im African German Network of Excellence in Science, kurz Formel AGNES. Es bringt etablierte Nachwuchsforscherinnen und Forscher und aus Subsahara-Afrika bereits jetzt zusammen.
Als Forschungspolitikerin entdecke ich auf meinem Bild von Afrika wirklich viele spannende Einzelheiten. Ich bin beeindruckt von Innovationen, die in Afrika erdacht wurden, zum Beispiel die Erfindung aus Kenia, M-Pesa, was auf Swahili mobiles Geld bedeutet. Per SMS können afrikanische Mobilfunkkunden, und ein Handy besitzen ja zum Glück die meisten, Geld überweisen, auch wenn sie kein eigenes Bankkonto haben. Das war die Ursprungsidee und mittlerweile ist das Handy zum gängigen Zahlungsmittel geworden. Man kann im Supermarkt per Handy bezahlen, seine Stromrechnung begleichen, sogar günstige Kleinkredite bei Banken anfragen. Oder ein anderes Beispiel, eine Idee, die zurzeit in Ruanda erprobt wird von einem Start-up-Unternehmen. Um Medikamente und Blutkonserven trotz mangelnder Infrastruktur dorthin zu bringen, wo sie gebraucht werden, verschickt man sie, ohne erst auf die Straßen zu warten, gleich mit Drohnen. Über solche technologischen Sprünge sollten wir auch reden, wenn wir von Afrika sprechen. Sie gehören zu einem vollständigen Bild von Afrika dazu. Unser Ziel ist es deshalb im Antrag auch, dafür zu sorgen, dass die Bundesregierung die europäische Forschungspolitik in Zukunft noch besser mit der afrikanischen verknüpft und verzahnt. Meine Damen und Herren, ich bin überzeugt, dass wir die Herausforderungen der Zukunft nur gemeinsam und nur als Partner lösen können. Partner aus dem globalen Norden und Süden mit unterschiedlichen Herangehensweisen. Denn wieder einmal gilt, Spitzenforschung lebt vom Austausch der Ideen, von unterschiedlichen Blickwinkeln, von Differenzerfahrung. Ob es um Ernährungssicherung oder die Behandlung global bedrohlicher Krankheiten geht, wir benötigen Innovationen, die wir nur gemeinsam entwickeln können. Es gibt zum Glück zu zentralen Forschungsthemen schon eine Reihe von erfolgreichen Kooperationen deutscher Institutionen mit Partnern aus Subsahara. Zum Beispiel die sogenannten Klimakompetenzzentren in West- und im südlichen Afrika. Dort wird geforscht, ja, damit es auch in Zeiten des Klimawandels noch Ernten geben kann und die Artenvielfalt nicht weiter reduziert wird. Aber das Besondere dieser Kompetenzzentren, der Name sagte schon, ist, dass die Erkenntnisse der Wissenschaft gleich an die ansässigen Bauern und die lokalen Verwaltung weitergegeben werden. Da entsteht also Expertise bei afrikanischen Forschern, die von der Gesellschaft vor Ort gleich umgesetzt werden kann in neue Kompetenzen und konkret angewandt wird. Wir wollen in Zukunft, so in unserem Antrag genannt, die Klimaforschung dann dringend auch um die Forschung zu Katastrophen und Risikomanagement ergänzen. Auch hier sollen die gewonnenen Erkenntnisse so aufbereitet werden, dass sie angewandt werden können. Wir wollen darum auch Hochschulkooperationen zwischen Deutschland und Subsahara-Afrika weiter fördern, konkret das Projekt der deutsch-afrikanischen Fachhochschulen. Und auch hier kann man sagen, dass solche Partnerschaften sich bewährt haben als ein erfolgreiches Instrument, um gemeinsame Problemlösungen zu erarbeiten. Zum Schluss ein kühner Blick in die Zukunft. Stellen wir uns doch vor, der nächste Einstein kommt zum Beispiel aus dem Senegal. Es gibt nämlich schon eine ganze Reihe Initiativen, die mathematische Forschung in Subsahara-Afrika stärken wollen. Gut ausgewählt, ne? Genau. Wir fördern den Aufbau neuer Lehrstühle für Mathematik. Das wäre doch was für dich, Karamba. Wer weiß? Karamba ist hier, aber vielleicht studiert oder forscht der nächste Einstein ja schon dort an einem der neuen mathematischen Fakultäten. Wäre doch mal durchaus realistisch. Ein afrikanischer Einstein, damit würde unseren Bildern von Afrika jedenfalls noch mal eine ordentlich kräftige neue Farbe hinzugefügt werden. Ich bitte Sie jedenfalls um die Unterstützung unseres Antrags, damit wir die Bildergalerie Afrikas gut gemeinsam erweitern. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank, Claudia Lücking. Michael, nächste Redner.